Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr VCDS installieren könnt. Ich habe jetzt hier meinen Laptop, den ich immer zu Diagnosezwecken nutze. Weil ich ein paar mehr Laptops habe, habe ich den hier auch gekennzeichnet, dass ich dann immer relativ schnell erkennen kann, auch wenn ich es mal längere Zeit nicht verwende, dass das der Laptop mit VCDS-Installation ist. Was benötigt ihr? Ihr benötigt einen Laptop oder auch ein entsprechendes Tablet mit einem passenden Windows-Betriebssystem. Dann würde das theoretisch auch gehen. Das Tablet braucht natürlich einen USB-Anschluss. Einen USB-Anschluss braucht das Tablet, damit ihr das Diagnose-Interface mit dem Gerät verbinden könnt. Also wie gesagt, entweder mit einem Laptop oder eben einem entsprechenden Tablet und dem richtigen Windows-Betriebssystem. Bezüglich Betriebssystemunterstützung von VCDS ist es so, gesichert kann ich sagen, funktioniert das mit Windows 7, mit Windows 10 und mit Windows 11. Andere Betriebssysteme könnten gegebenenfalls auch funktionieren, kann ich aber keine gesicherte Aussage dazu treffen. Und wie gesagt, was ihr dazu benötigt, ist zum einen die VCDS-Software und zum anderen natürlich einen entsprechenden OBD-Dongle. Ich habe mich jetzt hier für ein Komplettpaket entschieden gehabt, damals, als ich mir das zugelegt habe. Habe also direkt über die VCDS-Seite bzw. über den VCDS-Shop ein zertifiziertes Bundle gekauft, also bestehend aus einem entsprechenden OBD-Stecker und der Software. Da sind jetzt bei meinem Bundle drei Lizenzen dabei gewesen. Lizenzen bedeutet, ihr könnt drei unterschiedliche Fahrzeuge mit dieser Software verwalten. Verwalten heißt dann eben, wenn ihr Codierungen macht, wenn ihr Servicefunktionen nutzen wollt, dann ist es so, dass ihr das maximal bei drei unterschiedlichen Fahrzeugen machen könnt, wenn ihr eben so ein Bundle habt wie ich jetzt mit drei Lizenzen. Ihr könnt die Lizenzen jederzeit auch erweitern, wenn ihr mehr Fahrzeuge damit verwalten wollt. Das geht auch. Das mit den drei Lizenzen ist eben das Einsteiger-Bundle und dafür habe ich mich damals entschieden, denn VCDS funktioniert eben nur für Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe. Bedeutet, ich habe ja auch andere Fahrzeuge im Bestand, beziehungsweise nur ein Fahrzeug der Volkswagen-Gruppe. Und deswegen habe ich mich eben für das kleine Paket entschieden und nicht für ein größeres. Für die anderen Fahrzeuge habe ich ja den Universal-Tester von Launch, beziehungsweise für BMW habe ich nochmal ein anderes Gerät, was ich mir irgendwann mal gekauft habe. Aber darum soll es jetzt heute gar nicht gehen, sondern eben darum, wie das mit VCDS aussieht. Also entweder einen kompatiblen OBD-Dongle kaufen, nicht direkt von VCDS und dann braucht er noch die Software. Denn was man natürlich bedenken muss, wenn ihr einen nicht zertifizierten Dongle verwendet, also jetzt nicht so ein Bundle kauft, wie das bei mir der Fall war, braucht ihr natürlich auch einen Treiber, der nachher den Dongle, also den OBD-Adapter, mittels USB und eurem Laptop verbindbar macht oder beziehungsweise ihr braucht dann halt einen Treiber, der ermöglicht, dass das Laptop, das Betriebssystem auf diesen Dongle zugreifen kann. Das bedeutet, da kann es dann eben sein, wenn ihr nicht so ein zertifiziertes Gerät oder nicht so ein Bundle nehmt, dass es ein bisschen schwieriger wird vom Setup. Deswegen würde ich euch empfehlen, auch so ein zertifiziertes Bundle zu verwenden. Da ist dann bereits der passende Treiber für die Hardware dabei und eben die Software mit den Lizenzen. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Und im nächsten Schritt, also sprich, hier ist die Software ja schon installiert. Und damit ich euch einmal zeigen kann, wie das eben aussieht, die initiale Installation der Software ist relativ einfach. Gerade auch, wenn ihr das aus dem Shop kauft, schauen wir uns jetzt einmal am Computer an, hätte ich gesagt, wo der Shop zu finden ist, wo die Seite zu finden ist, wo ihr die Software herbekommt und wie der Installationsprozess aussieht. Jetzt sind wir hier am Rechner. Ich habe mir jetzt hier extra einen Rechner ausgesucht, wo ich noch keine VCDS-Installation habe. Das Erste, was ihr macht, wie gesagt, mal angenommen, ihr bestellt so ein Bundle, dann kommt normalerweise auch immer eine entsprechende VCDS-Version in diesem Bundle oder ist eine VCDS-Version in dem Bundle mit dabei. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr sozusagen die aktuellste Version runterladen wollt. Bedeutet, ihr geht auf vcds.de, könnt auch direkt in die Download-Sektion abspringen. Das wäre dann vcds.de/download. Dort habt ihr dann eben die Möglichkeit, die letzte Version direkt runterzuladen. Wenn ihr, wie gesagt, so ein Bundle kauft mit einem entsprechenden Hardware-Dongle, das könnt ihr hier direkt über die VCDS-Seite machen. Dort könnt ihr diese Produkte finden. Ich verlinke euch mal das Bundle, was ich mir damals geholt habe. Das ist, glaube ich, das günstigste Bundle für den Einstieg, wie gesagt, mit drei Lizenzen. Wir sehen hier auch nochmal,
die Unterstützung bezüglich der Windows-Versionen. Hier ist jetzt tatsächlich Windows 11 nicht gelistet, sollte aber meiner Erfahrung nach eigentlich auch funktionieren. Was hier jetzt noch dabei steht, ist eben, dass Windows 8 und 8.1 auch unterstützt wird. Ältere Versionen sind hier ausgeschlossen. Wie gesagt, das muss nicht zwangsläufig heißen, dass es nicht geht. Das müsst ihr dann halt für den Fall, dass ihr ein älteres Betriebssystem oder ein neueres Betriebssystem habt, einfach ausprobieren. Ansonsten diese Versionen, die hier gelistet sind, die sollten auf jeden Fall funktionieren. So, was wir jetzt machen, wir laden uns, wie gesagt, diese Version entsprechend runter. Gegebenenfalls werdet ihr da gewarnt bezüglich der Herkunft der Datei. Das einfach ignorieren. Das ist ja kein offizieller Microsoft Software Partner. Bedeutet auch bei der Installation, wenn die Treiber installiert werden, können da gegebenenfalls Warnmeldungen aufploppen. Da solltet ihr euch aber nicht irritieren lassen. Das liegt einfach daran, dadurch, dass das ein kleiner Hersteller ist, hat er sich nicht die Mühe gemacht und auch nicht das Geld bezahlt, die Software von Microsoft zertifizieren zu lassen. Und wenn diese Zertifizierung fehlt, dann kriegt man da eben entsprechende Warnhinweise. So, jetzt haben wir die Software runtergeladen. Wichtig ist jetzt dann für die erste Installation, dass ihr euren Hardware-Dongle, also sprich den OBD-Adapter, noch nicht mit USB an eurem Rechner verbindet, sondern erst die Software installiert. Das kann man machen, indem man die Datei entsprechend einfach ausführt. Hier sehen wir das dann, Installationsprogramm. Hier ist auch der Hersteller nochmal gelistet. Wir erlauben das. Dann sehen wir hier eben für die VW-Gruppe ist das hauptsächlich gedacht, das Produkt, also sprich für BMWs oder andere Marken, ist das jetzt das falsche Produkt, sondern das ist eben spezifisch für Volkswagen-Gruppe bzw. Autos aus dem Volkswagen-Konzern. Jetzt sind wir hier bei der Auswahl der einzelnen Komponenten. Hier ist eben die Unterstützung für die Hardware mit dabei. Das ist eben diese Interface-Treiber, der hier oben auftaucht. Das heißt, das ist das, was nachher installiert wird, damit ihr euren OBD-Dongle mit dem Rechner verbinden könnt und die Software die Kommunikation herstellen könnt oder herstellen kann. Dann ist ein Handbuch mit dabei und dann könnt ihr eben noch entscheiden, ob ihr irgendwelche Verknüpfungen haben wollt. Ich nehme jetzt mal nur die Desktop-Verknüpfung, mache hier weiter. Jetzt ist es so, ich habe meine Programme immer unter einem spezifischen Pfad, bedeutet, ich werde hier jetzt einen anderen Pfad auswählen. Die Auswahl des Pfades ist völlig unerheblich. Das könnt ihr in dem Pfad installieren, der für euch halt am besten passt. Ich nutze jetzt hier, wie gesagt, einen anderen Pfad. So, ich habe jetzt, wie gesagt, einen anderen Pfad ausgewählt, wo ich meine Programme installiere. Dann gehen wir auf Installieren. Jetzt kommt auch nochmal der Hinweis, habe ich ja eben schon erwähnt, dass ihr auf keinen Fall zu diesem Zeitpunkt das Interface oder beziehungsweise den OBD-Dongle mit eurem Rechner oder eurem Laptop verbindet. Das heißt, solange ihr hier installiert, bitte das Gerät nicht via USB verbinden. Hier auch nochmal der Hinweis, wir haben das nicht. Bedeutet, wir können mit der Installation fortfahren. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Hier kommt jetzt der Hinweis, von dem ich vorher schon mal gesprochen habe. Wie gesagt, ein kleiner Hersteller, der hat jetzt nicht seine Treiber digital signieren lassen von Microsoft. Deswegen kommt eben hier der Warnhinweis, dass man nochmal gefragt wird, möchte man dem Hersteller oder beziehungsweise dem Herausgeber, in dem Fall hier Rostech, wirklich vertrauen. Wir tun das. Ich hake hier auch immer Vertrauen an. Ihr müsstet das nicht. Ihr könntet auch den Haken weglassen und einfach einzeln auf Installieren klicken. Wie gesagt, ich vertraue jetzt Rostech, ich habe das ja schon auf meinem Laptop eine Weile installiert. Mir ist jetzt noch nichts Negatives aufgefallen. Das aber, wie gesagt, so zum Hintergrund für euch, liegt einfach daran, der Hersteller hat sich da die Kosten für diese digitale Signierung von Microsoft gespart. Deswegen kommt dieser Warnhinweis. Wir installieren das jetzt. Jetzt kommt der Warnhinweis nochmal. Das sind jetzt, wie gesagt, die Hardware-Treiber für den USB-Dongle, damit nachher die Software mit dem Gerät kommunizieren kann. Über die USB-Schnittstelle, die werden jetzt installiert im Betriebssystem. Damit ist die Installation abgeschlossen und wir können direkt VCDS starten. Das machen wir jetzt auch einmal. Jetzt sehen wir, das VCDS-Fenster ist hier oben aufgegangen. Ich schiebe das mal ein bisschen mehr in die Mitte. Am Anfang, wenn man das jetzt neu bedient, kommen extrem viele solche Hinweisfenster. Das ist aber auch ganz gut für den Einstieg, so hat man es etwas leichter, in die Software reinzukommen. Was man allerdings auch sieht, ist, dass die Software ein wenig in die Jahre gekommen ist. Wie ihr sehen könnt, man hat hier keine Möglichkeiten, die Größe anzupassen. Das heißt also, Skalierung wird hier nicht unterstützt, zumindest nicht meines Wissens nach. Bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn ihr jetzt ein Gerät habt mit einer hohen Bildschirmauflösung, wird euer Arbeitsfenster immer kleiner.
Das sollte man also bedenken. Da ist vielleicht nicht der aktuellste Hardware-Stand immer das Beste, sondern da ist es vielleicht ratsam, eine etwas ältere Hardware zu verwenden oder aber die Bildschirmauflösung ein wenig herunterzustellen. So, jetzt wenn wir das Ganze installiert haben, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, wenn ihr wie gesagt so ein Bundle gekauft habt, dass ihr euer Produkt registriert. Denn nur mit einem registrierten Produkt könnt ihr auch wirklich alle Features nutzen. Um ein Produkt zu registrieren, müsst ihr hier unten in die Einstellungen rein und müsst dann, nachdem ihr den Anschlusstest abgeschlossen habt, den müssen wir gleich noch machen, das Ganze einmal konfigurieren. Da ich jetzt hier auf dem Rechner das, wie gesagt, bisher ja noch nicht installiert hatte und auch noch kein Interface, also noch mein OBD-Dongle noch nie verbunden habe, steht dieser Konfigurationspunkt noch nicht zur Verfügung. Der Konfigurationspunkt steht erst zur Verfügung, nachdem man einmal diesen Anschlusstest erfolgreich absolviert hat. Und dafür müssen wir eben den Anschluss auswählen. In dem Fall ist das schon richtig vorselektiert auf USB, denn mein OBD-Dongle kommt eben mit USB. Und dann verbindet man den USB-Anschluss des Dongles mit seinem Rechner oder Laptop, führt hier diesen Anschlusstest durch und bekommt dann eine Bestätigungsmeldung, dass der Test entsprechend erfolgreich war. Was jetzt bei mir noch so eine kleine Sondersituation ist, ich habe ja mein Gerät bereits registriert, bedeutet, dadurch, dass ich jetzt eine aktive Internetverbindung habe, wird er erkennen, dass mein Interface, also mein OBD-Dongle, schon registriert ist und man hat sozusagen nicht die Möglichkeit, oder ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, den leeren Konfigurationsscreen zu zeigen, sondern dann wird man eben schon meine hinterlegten Informationen sehen. Ich habe jetzt das Gerät einmal verbunden per USB. Ich sehe jetzt eine blaue Leuchte, die seht ihr jetzt nicht. Das werde ich euch später, wenn ich nochmal eine Aufnahme mache vom Laptop, werde ich euch das nochmal zeigen. Bedeutet, die Verbindung ist hergestellt, das Gerät ist verbunden. Jetzt machen wir hier unseren Anschlusstest. Jetzt hat er diesen Anschlusstest durchgeführt. Er sagt uns hier Anschluss IO für in Ordnung. Er sagt, welchen OBD-Dongle ich verwende. Er hat ein paar Informationen zur Firmware des Dongles und alles hat geklappt. Und wie ihr sehen könnt, jetzt hat sich hier dieser Button verändert. Eben war das ja noch mit LED-Test beschrieben und jetzt haben wir hier einen Konfigurationsbutton. Das heißt, nachdem ihr den Anschlusstest gemacht habt, dann ändert sich hier dieser Button und ihr könnt auf Konfiguration gehen. Und in dem Konfigurationsfenster selber seht ihr dann wieder entsprechende Informationen zu eurem verbundenen Interface. Also das ist sozusagen der Dongle. Das wird hier als Interface bezeichnet. Das ist der OBD-Adapter. Ihr könnt hier Updates machen, könnt euer WLAN registrieren. Und was aber für euch, wenn ihr das neu habt, am wichtigsten ist, ist eben der Registerpunkt oder die Registerkarte Registrierung. Da, wenn ich jetzt drauf gehe, werden, wie gesagt, anhand meines Dongles die Registrierungsinformationen von mir angezeigt. Ansonsten, wenn ihr das bei euch macht, sind die Informationen leer und ihr müsst noch eine entsprechende Registrierung durchführen. Er, wie gesagt, erkennt jetzt, dass das Gerät auf mich registriert ist und wird uns dann hier gleich die Informationen von mir anzeigen. Das heißt, wir haben also hier dann nachher, ich muss das jetzt leider ausblenden, das sind ja meine privaten Daten, hier in diesem Bereich findet ihr dann, also hier links davon, findet ihr dann nachher die Informationen bezüglich eurer Registrierung. Und wie gesagt, wenn ihr das zum ersten Mal macht, müsst ihr dort eben eure persönlichen Daten eintragen. Die sollten dann auch übereinstimmen mit dem, was ihr bei der Bestellung angegeben habt. Und danach könnt ihr eben das Interface auf euch registrieren. Das ist ein einmaliger Prozess, wenn das geschehen ist. Ist das Interface sozusagen mit euch verknüpft und ihr könnt dann, egal auf welchem Rechner ihr das installiert, das haben wir jetzt hier gerade gesehen, ein Rechner, auf dem das noch nie installiert war. Ich habe lediglich das Interface, also den OBD-Adapter mit meinem USB-Port verbunden und er hat sofort erkannt, dass das Gerät auf mich registriert ist und ich könnte jetzt direkt mit der Diagnose am Fahrzeug loslegen. Das, wie gesagt, so zur ersten Information, wie ihr das eingerichtet bekommt. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann speichert ihr euch das Ganze hier unten weg und ihr seht dann auch, dass nachdem der initialen Einrichtung, nachdem die abgeschlossen ist, haben wir hier jetzt nachher die ganzen Funktionen freigeschaltet. Also wir haben dann nachher hier die Möglichkeit, zum Beispiel spezifische Service-Rückstellungen durchzuführen. Das geht jetzt natürlich nicht, weil ich mit keinem Fahrzeug verbunden bin. Dann kann man einen Autoscan machen. Hier werden alle Steuergeräte des verbundenen Fahrzeugs ausgelesen und eben auf Fehlereinträge geprüft.
Hier kann man eine Übersicht mit all den verfügbaren Steuergeräten. Die Übersicht ist statisch, bedeutet, die ist nicht individuell, je nachdem, an welchem Fahrzeug ihr das Ganze anschließt, sondern die Liste ist immer gleich, weil die eben, wie gesagt, für die VW-Gruppe aufgebaut ist. Es kann also nachher sein, dass je nachdem, mit welchem Fahrzeug ihr verbunden seid, gegebenenfalls manche Punkte hier nicht anwählbar sind, weil das entsprechende Steuergerät in eurem Fahrzeug nicht verbaut ist. Aber hier habt ihr eben die Möglichkeit, einmal alle Steuergeräte, die es so geben kann im VW-Konzern, anzuklicken, auszulesen. Und wenn ihr dann da drauf geht, habt ihr zu dem jeweiligen Steuergerät, geht jetzt natürlich wie gesagt nicht, weil ich kein Fahrzeug verbunden habe, würdet ihr dann eben Detailinformationen zum Steuergerät sehen, wie eine Teilnummer, eine Bauteilnummer, eine aktuelle Codierung, welche hinterlegt ist. Ihr könntet dediziert den Fehlerspeicher für dieses Steuergerät auslesen. Ihr könntet Messwerte abfragen, also zum Beispiel beim Motor in Bezug auf die Zündung oder Einspritzung. Ihr könntet das Ganze codieren, wenn das jetzt zum Beispiel ein Steuergerät ist im Bereich Radio. Ja, da könntet ihr Codierungen vornehmen, ihr könntet Anpassungen vornehmen an den Steuergeräten. Also habt ihr dann da diverse Möglichkeiten, je nach Steuergerät unterschiedliche Konfigurationen bzw. Funktionen durchzuführen. Ein weiterer Bereich, der eigentlich ganz interessant ist, ist der Anwendungsbereich. Hier finden sich nochmal so ein paar Sonderfunktionen, unter anderem auch nochmal ein dediziertes Löschen des Fehlerspeichers. Man kann nochmal abrufen, welche Steuergeräte sind denn wirklich verbaut. Also sprich der Bus oder das Bussystem im Fahrzeug, da sind ja alle Steuergeräte miteinander verbunden. Das heißt, man kann dann hier über diese Verbundliste abfragen, welche Steuergeräte sind im jeweiligen Auto verbaut. Dann kann man ein Steuergeräteabbild erstellen. Das ist ganz hilfreich, wenn man sozusagen sicherstellen möchte, dass man ein Backup von seinen Steuergeräten hat. Für den Fall, dass mal eines kaputt geht, kann man anhand des zuvor erstellten Steuergeräteabbilds später mit einem Tauschteil den Zustand wiederherstellen, so wie er ursprünglich im Fahrzeug war. Also wirklich sehr, sehr hilfreich. Dann kann man Laufleistungsinformationen der Steuergeräte abprüfen. Hier könnte man gegebenenfalls dann Manipulationen erkennen, wenn es da Diskrepanzen gibt. Und man hat auch noch diese VCDS-Toolbox, die auch ganz hilfreich ist, denn über diese Toolbox hat man die Möglichkeit, zuvor abgespeicherte Ausleseprotokolle, also wenn man jetzt den Fehlerspeicher ausliest, dann kann man sich dieses Protokoll wegspeichern, oder aber wenn man zum Beispiel ein Steuergeräteabbild macht oder eine Codierung wegspeichert, dann kann man das alles in der Datei persistieren und kann dann diese Dateien wieder laden. Da hat man zum einen eben hier die Möglichkeit, auf die Logs oder auf die Scans zuzugreifen. Man gibt dann eben hier den entsprechenden Hersteller an und wählt dann, also dann kommt dann so ein extra Dialog, wo man eben hier seine entsprechende Datei auswählen muss, seine zuvor abgespeicherte Logdatei, bekommt dann hier unten Informationen angezeigt, was in dem Log drin stand. Ist ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel in Ruhe irgendwann später nochmal Recherche zu unterschiedlichen Fehlercodes machen möchte, dann muss man sich die nicht abfotografieren oder irgendwo hin notieren, sondern man kann diese Logdatei einfach wieder öffnen und dann dort eben den Fehlerspeicher oder den Fehlercode herauskopieren und dann im Internet suchen und ein bisschen Recherche betreiben. Zudem gibt es natürlich auch noch viel mehr Funktionen hier in dieser VCDS-Toolbox. Das war jetzt nur mal so ein ganz grobes Anschneiden der Themen oder der Themenbereiche, die hier möglich sind. Ich bin da jetzt auch kein absoluter Experte drin, habe da bisher lediglich mich mit dem Scannen und Löschen von Fehlern beschäftigt, sowie mit der Codierung oder auch der Service-Rückstellung in diese Spezialfunktionen. Also sprich, das wirkliche Arbeiten mit den Logdateien bin ich noch gar nicht so tief eingestiegen. Da habe ich nur ganz oberflächlich eben alte Logs nochmal durchsucht, um mich bezüglich Fehlercodes schlau zu machen. So, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich hatte ja gesagt, dass eine Skalierung nicht direkt unterstützt wird. Das ist auch richtig. Allerdings, was ich vergessen habe oder beziehungsweise was man vielleicht erwähnen sollte noch, man hat natürlich schon die Möglichkeit, die Größe des Fensters zu ändern. Allerdings nicht so, wie ihr das gewohnt seid von modernen Programmen, sondern das müsst ihr auch über die Einstellungen machen. Dann geht ihr auf den Punkt Benutzeroberfläche und Identifikation. Und hier haben wir jetzt einen Schieberegler und je nachdem, wo wir den hinschieben, bekommen wir auch immer so kleine Hinweise angezeigt, für welche Auflösung die entsprechende Einstellung relevant ist. Also wenn wir den mal weiterschieben, kommt jetzt hier 11 ist dann für 800 auf 600 Auflösungen, die 14 wäre für 1024, schieben wir mal weiter. Hier kommt jetzt 1280, wäre die 18. So, und um das jetzt zu übernehmen, drückt ihr nicht auf Übernehmen, das wäre zu offensichtlich, sondern um das anzuwenden, drückt ihr auf Speichern.
Dann bekommt ihr auch nochmal den Hinweis, dass ihr VCDS neu starten müsst, bevor die Änderungen wirksam werden. Das heißt, auch das ist, wie gesagt, relativ oldschool, sage ich mal, mit den Einstellungen. Also hier hat es erstmal keinen Effekt gehabt. Das heißt, wir beenden jetzt VCDS einmal und starten es nochmal neu. So, jetzt ist VCDS nochmal neu gestartet und wir sehen, das ist schon deutlich größer jetzt. Das ist ein bisschen angenehmer. Das heißt also, ihr könnt das schon anpassen. Aber was ihr natürlich auch seht, also auch hier, die Skalierung funktioniert nur so bedingt. Also es ist natürlich jetzt alles größer, aber so richtig dynamisch ist das nicht. Aber wenn ihr, wie gesagt, das, die Fenstergröße anpassen wollt, weg vom Standard, könnt ihr das eben in den Einstellungen machen, Benutzeroberfläche und Identifikation. Verändert hier diesen Schieberegler, je nachdem, an welcher Position ihr seid, bekommt ihr auch immer Hinweise, für welche Bildschirmauflösung die jeweilige Einstellung relevant ist oder, sage ich mal, empfohlen wird. Und dann drückt ihr ganz wichtig auf Speichern, nicht auf Übernehmen, sondern auf Speichern. Müsst VCDS einmal beenden und nochmal neu starten und dann habt ihr es in der entsprechend etwas größeren Auflösung. Und wie ihr sehen könnt, das zieht sich dann überall durch, außer eben hier jetzt zum Beispiel bei diesen Untermenüs in der Toolbox, da haben wir wieder unser kleines Fenster und hier haben wir leider ja auch nur bedingte Möglichkeiten der Skalierung. Also wir können es in der Höhe verändern, wir können es aber nicht in der Breite verändern. Also ja, die Aussage am Anfang mit, dass eine Skalierung nur bedingt möglich ist oder gar nicht möglich ist, ist nicht richtig. Man kann schon was anpassen, aber es ist eben nicht so, wie man das normalerweise heute gewohnt ist. So, und das ist es aber schon. Also so einfach könnt ihr sozusagen VCDS bei euch auf einem Rechner oder einem Laptop installieren. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ganze nochmal am Laptop an. So, jetzt haben wir eben ja den Installationsprozess gesehen und jetzt sind wir hier an meinem Laptop, den ich immer verwende, um die Diagnosen durchzuführen. Und jetzt zeige ich euch einfach einmal, wie ihr erkennen könnt, dass das Interface nachher richtig angeschlossen ist. Wir haben also hier unseren Interface-Dongle. Den verbinde ich jetzt mit dem USB-Port von meinem Rechner. Und jetzt sehen wir, der blinkt hier. Man hat auch gehört, das Geräusch ist gekommen, weil ein USB-Gerät erkannt wurde. Jetzt blinkt er hier so blau. Ich weiß nicht, ob man das im Video erkennen kann, aber es ist auf jeden Fall ein blaues Blinken. Dann starten wir unsere VCDS-Software. Und wie gesagt, hier war ich ja schon häufiger im Einsatz mit dem Laptop und dem OBD-Adapter. Und jetzt seid ihr schon direkt einsatzbereit. Das heißt, ihr verbindet jetzt einfach euren OBD-Dongle mit eurem Fahrzeug und könnt dann eben direkt loslegen in Sachen Autoscan oder eben direkt auf Steuergeräte zugreifen, irgendwas kodieren, eine Kodierung auslesen, ein Steuergeräteabbild erstellen, was auch immer dann sozusagen das ist, was ihr machen wollt. Im ersten Schritt würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das erste Mal verbindet, dass ihr alle Kodierungen einmal auslest und die Kodierungen in einer entsprechenden Datei abspeichert, dann habt ihr alle eure Originalkodierungen einmal gesichert. Und wenn ihr im Laufe der Zeit irgendwann mal eine Kodierung ändert, könnt ihr jederzeit wieder auf den Originalzustand zurückkehren, für den Fall, dass ihr mal eine falsche Kodierung hinterlegt. Wie man überhaupt kodiert, das behandle ich dann in einem anderen Video. Ist eine sehr einfache Geschichte. Man bekommt hier auch immer Hilfestellungen über die Software. Und es ist also wirklich kein Hexenwerk, da eine Kodierung anzupassen. Aber wie gesagt, wird dann Bestandteil eines anderen Videos sein. Genauso wie die andere Funktion, wie man ein Steuergeräteabbild erstellt. All das würde ich euch dann in einem separaten Video zeigen. Heute ging es wirklich nur darum, einmal zu erklären oder zu zeigen, wie simpel das ist, hier so ein VCDS aufzusetzen. Braucht also einfach nur einen Laptop, im Idealfall, wie gesagt, nicht die neueste Generation aufgrund der Bildschirmauflösung und der Kompatibilität. Und ihr braucht eben einen solchen OBD-Dongle. Am besten, wie gesagt, kauft ihr so ein zertifiziertes Bundle, da habt ihr am wenigsten Probleme und ihr seid relativ schnell einsatzbereit. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao!